Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick in der 11. Kalenderwoche 2014. Und ich möchte dieses Video mit einem Event oder einer Veranstaltung von letzter Woche beginnen, da das Video schon gedreht war und ich erst danach eben dort war. Also hatte ich keine Zeit mehr sozusagen, das in das andere Video mit reinzupacken. Und zwar war ich letzte Woche Samstagabends mal im Puppentheater. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das Ganze war eben sozusagen ein Figuren- oder Puppentheater eben für Erwachsene. Und zwar war das das ähm, Stück Varieté Olymp des ähm, Hohenloher Figurentheaters. Und das Ganze war eben eine Art ja Krimi, fast schon so wie der Tatort sozusagen, aber eben mit ja, Figuren, Marionetten. Und ähm, ja, das Ganze wurde auch nur von zwei Leuten eben gespielt. Und es war einfach total faszinierend, was für eine große Stimmenvielfalt diese zwei eben hatten und damit eben die ganzen verschiedenen Figuren ja sozusagen zum Leben erweckt haben. Und, ja, war einfach total interessant und die Story war auch äh, sehr spannend mit einer ähm, ja, tollen Wendung am Ende. Also wirklich. Total sehenswert. Ich werde auch unten den Link mal ähm, in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr mal schauen, wenn das Figurentheater vielleicht mal bei euch in der Nähe ist, könnt ihr euch das Ganze mal ansehen. Also natürlich bietet äh, dieses Duo viele Stücke eben für Kinder an, denn ja, Puppentheater ist ja doch eher was für Kinder, aber sie haben eben auch einige Stücke für Erwachsene im Programm. Und es war einfach sehr interessant, ja, sich das Ganze mal anzusehen, ist einfach mal was anderes, als zum Beispiel ins Kino zu gehen oder den Abend vorm Fernseher zu verbringen. Also von daher kann ich das Ganze wirklich nur empfehlen. Ja, und am Montag war ich dann mal wieder im Kino, wie so ziemlich jeden Montag. Und diesmal habe ich mir den Film 300 äh, oder 300 ähm, Rise of an Empire äh, angesehen. Also die Fortsetzung des 300-Films von Zack Snyder. Und ich muss sagen, der Film hat mir richtig gut gefallen. Ist ja so ein typischer Männerfilm, das heißt Gewalt, Sex, noch mehr Gewalt. Also einfach mal was, um ja, den Kopf abzuschalten und einfach zu genießen. Aber ich muss sagen, wirklich ein sehr gut gemachter Film. Auch die Effekte top, wobei ich sagen muss, im Vergleich zum Vorgänger, hat man doch noch ein bisschen mehr gesehen, dass das Ganze in Form Greenscreen gedreht wurde, hat teilweise sogar so ein bisschen den grünen Schimmer im Gesicht der ähm, ja, Schauspieler gesehen. Also das fand ich beim Vorgänger dann noch ein bisschen besser gemacht, aber nichtsdestotrotz war das Ganze einfach visuell total beeindruckend und ja, mit schönen Zeitlupensequenzen und einfach total viel Action. Also von daher, wer auf sowas steht, für den ist das definitiv ein Film, den man gesehen haben muss. Ja, ansonsten, klar, wer nicht so auf Action und Gewalt steht, für den ist das natürlich ähm, keine Empfehlung. Aber wie gesagt, mir persönlich hat der Film wirklich sehr gut gefallen. Und ähm, man hatte ja so im Voraus seine Befürchtung, dass das Ganze nur... Ja, so eine ähm, Nachmache des Originals ist und da diese enttäuschen ja oft, aber wie gesagt, bei dem Film war das eben nicht der Fall und es war wirklich ein auch wirklich solider Film, den man sich durchaus gut ansehen konnte. Ja, und wenn wir schon beim Thema visuell beeindruckende Filme sind, ähm, auch noch ein Trailer, der aber schon in der letzten Woche rauskam und zwar zum zweiten Sin City Teil, der wirklich, wie ähm, ich finde, noch viel krasser von den visuellen Stilmitteln ist als äh, 300. Also äh, Sin City ist ja wirklich hauptsächlich in Schwarz-Weiß-Optik gehalten und hat nur immer so ein paar Farbeffekte mit drin, das heißt rotes Blut oder sowas. Und der Trailer des zweiten Films ähm, zeigt natürlich auch, dass eben dieser auch wieder in diesem Look gehalten ist und hat wirklich ein paar Top-Schauspieler. Also ich bin sehr gespannt auf den Film und der Trailer macht auch wirklich ähm, ja, Lust auf mehr, wobei ich sagen muss, dass noch nicht wirklich viel über die Story verraten wurde. Also ich bin einfach mal gespannt, wenn der Film dann im Sommer rauskommt. Und zu guter Letzt äh, noch ein schönes Video, das ich diese Woche entdeckt habe und das auch in dieser Woche ja, total an Bekanntheit gewonnen hat. Und zwar dieses Video, in dem sich zwei Fremde, ja, küssen. Und ich fand dieses Video, als ich es das erste Mal gesehen habe, einfach, ja, total schön. Einfach von der Idee her. Und man hat einfach, ja, ja, die Emotionen in den Menschen gesehen, wie es ist, wenn man einfach einer wildfremden Person, sozusagen, gegenübersteht und sich dann küssen soll. Also einige waren sehr schüchtern, andere sind dann doch etwas ähm, Forscher vorangegangen. Also wirklich ein tolles Video und das Video zeigt einfach, ja, dass wir Menschen auf Liebe sozusagen angewiesen sind und ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, ähm, ja, dass es eben nicht nur Krieg in der Welt gibt und Zerstörung, sondern einfach diese Idee von Liebe und Menschen zusammenzubringen fand ich einfach total schön und von daher kann ich das Video wirklich jedem nur empfehlen. Ist ein wirklich super ähm, Video, einfach sehr emotional. Ja, und damit möchte ich das Video für diese Woche eigentlich auch schon beenden. Ich hoffe, der Wochenrückblick hat euch gefallen und äh, ich konnte euch so ein bisschen... Unterhalten mit dem, was ich erlebt habe und vielleicht auch ja mit dem Trailer und der Filmempfehlung ja so einen kleinen Anstoß geben, auch mal selbst sich äh, noch mal ins Kino zu setzen und den einen oder anderen Film zu sehen. Und dann ja wünsche ich euch wie immer für die nächste Woche alles Gute, eine spannende und interessante Woche. Und ich bin gespannt, was mich dann in der nächsten Woche so erwarten wird. Und berichte euch dann einfach im nächsten Video darüber. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns auch wieder hier. Also, bis dann.